Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Footcraft-Video auf meinem Kanal, Leute. Heute geht es wieder weiter. Footcraft Gaming ist back am Start, Leute. Heute nächstes 189er Footcraft, Leute. Ja, mein drittes, glaube ich, in diesem Jahr. Ich weiß nicht genau. Ich meine mein drittes oder so, Leute. Geiles Team gewesen. Schreibt mal rein, habt ihr schon 189er Draft geschafft? Hashtag ja, Hashtag nein. Ab in die Kommentare, Leute. Lasst mir gerne ein Like da. Macht die 3 Milliarden Likes vor, Leute. Lasst ein Abo da, falls ihr mich abonniert habt. Kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Bleibt bis zum Schluss dran, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt, ne? Bleibt dran. Let's go. Bester Kapitän. Pelé lang nicht gesehen, Alter. Was ist los mit dir? Ohne Scheiß, Pelé richtig lang nicht gehabt. Schmeckt, Alter. War richtig lange nicht da. Ich weiß nicht, was los war, als ich verpisst habe. Kein Bock mehr gehabt. Jetzt ist er wieder back, Alter. Nice. Okay, perfekter Kapitän, Leute. Um das 1-Millioner-Draft zu bauen, Alter. Let's go. Bitte mach kein Auge jetzt im rechten Mittelfeld. Come on, wenigstens irgendwie 85 oder so. Ja, 84. Immerhin. Das ist okay, Mann. Gerard Moreno nehmen wir mit. Vielleicht Messi oder so. Ja, geht klar, Leute. Checkt immer noch gerne meinen Shop aus. Ein nice Design. Schwarz-Weiß als T-Shirts. Pullover, Leute. In Orange, Rot, Grün und Blau, Leute. In den 4 Farben. Die neuen Designs in den 4 Farben. Die alten Designs gibt es ebenfalls in diesen 4 Farben. Ja, und vieles mehr, Leute. Kissen, Tassen, Turmbeutel, die nice. LED-Lampe haben wir noch am Start. Handyhüllen. Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch zur Bestellung dazu. Also, wer Lust hat, gerne abchecken, Mann. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Danke euch für euren Support. Let's go. Weiter geht's im linken Mittelfeld. Na, Douglas Costa, Philippe Andersson. Wenn wir Ronaldo kriegen, wäre natürlich Douglas Costa nicht schlecht, aber wir haben natürlich auch schon Pelé im Sturm. Von daher nehmen wir Philippe Andersson mit. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel bringt, aber gut, wir werden sehen, Leute. Komm, Innenverteidigung ist wichtig. Ah, geht klar, Mann, alter Wald. Scheiße. Ah doch, wir haben allerdings, ich wollte gerade sagen, scheiße, hätte ich doch lieber Andersson mitgenommen, aber wir haben ja Andersson mitgenommen. Jawohl. Ja gut, Bonucci hätten wir jetzt natürlich schön linken können hier mit Douglas Costa. Aber gut, kann man nichts machen. Wir nehmen Alter Wild mit. Können wir gleich mal rüberstellen. Hier bringt erstmal nicht ganz so viel, aber 87er ist. Oh, nice. Come on, Pirlo. Yep. Pirlo und Modric, die beiden Zwillinge, Digga, bei der Geburt getrennt. Jetzt wieder am Start, Alter. Let's go, Digga. Nehmen wir Pirlo mit oder Modric? Vielleicht kriegen wir Pirlo nochmal. Ist immer so eine Frage. Ich bin immer so im Überlegen. Modric mit der Hoffnung, Pirlo nochmal zu bekommen. Aber können wir auch Pirlo mitnehmen mit der Hoffnung, Modric nochmal zu bekommen? Im Endeffekt kommt keiner von beiden nochmal. Ist eigentlich immer so. Deswegen nehmen wir Pirlo mit. Ist halt ein Icon. Linkt alles, Leute, ne? Okay, Dings, Modric, Chetto, Moreno gelingt, aber da wäre es auch wieder gewesen, ne? Von daher so, Innenverteidiger, ZM, Innenverteidiger, der wird nichts. Das sieht man schon an der Animation, Alter. Mann, Digga, scheiße, Alter. Der ist doch für, ach, Mann, Alter. Inigo Martinez, nehmen wir die, Alter. Machen wir mal hier rüber, so. Okay, jetzt wenigstens lass den ZM nochmal gut werden. Komm, mach kein Auge. Bitte, bitte, bitte. Jawohl, das sieht einigermaßen gut aus. Shit, Alter, Pjanic. Wir hätten doch Dings mitnehmen sollen, Alter. Wir hätten doch Douglas Costa mitnehmen sollen, ich sag's euch. Oder Vinaldo würde natürlich auch linken wegen Premier League. Aber ich glaube, wir nehmen Thiago mit. Der ist einen Punkt higher rated. Da machen wir es nämlich so. Ist erstmal okay, Mann. Geht klar. Ist jetzt für die Chemie vielleicht nicht ganz so perfekt, aber geht erstmal vollkommen in Ordnung. Van Dijk, ich hätte doch besser Vinaldo mitnehmen sollen. Scheiße, Alter, na egal. Nice, Alter, Van Dijk, 90 rated. Also ich bin zufrieden, Alter. Ohne Scheiß, wenn der Torhüter jetzt vernünftig wird, die beiden Flügel auch okay werden. Ja, das ist ein gutes Team nach der Startelf. Muss ich sagen, Alter. Aber wir müssen jetzt erstmal abwarten, ne? Komm, Torwart, bitte mach kein Auge, Alter. Gib mal De Gea oder sowas. Yep, Digga, De Gea ist da. Boah, nice, Alter, das Team ist echt fresh. Deswegen würde den linken, wären wir auf 77, mit dem sind wir auf 83. Kurz, du hast auch noch im Start, sind wir auch auf 77. Ja, nehmen wir De Gea mit, ne? Überlegen wir nicht lang, nehmen wir De Gea mit. Nice Sache, 83 Chemie, 84er Bewertung. Bitte, jetzt lass die Flügel noch gut werden, Alter, komm. Gib mal hier. Ah, Salah wäre nice. Würde zwar für die Chemie nicht viel bringen, Messi wäre perfekt. Jawohl, Salah. Leider kein Messi, schade. Sterling und Bernardo Silva. Aber okay, wir nehmen Salah mit. Der linkt immerhin Pirlo. Pirlo. Wahrscheinlich linkt der Pirlo, oder? Pirlo jetzt ab sofort. Pirlo ist Stürmer, Leute. Pirlo, neuer Stürmer. Er linkt Pelé. So, das wollte ich sagen. Also von daher ganz fresh. Ja, nehmen wir Salah mit.
Was ist, wenn wir so machen? Nee, jetzt lassen wir es erstmal so, Alter. Der Einzige, der gar nicht reinpasst, ist der Kollege hier. Wer ist überhaupt? Inigo, ah ja, das ist Inigo. Inigo Martinez oder Inigo. Inigo Martinez. Okay, letzter, der wird jetzt eh schlecht, Alter. Wär, natürlich Neymar wäre absolut Bombe, aber wird eh nicht Neymar, kann ich jetzt schon sagen. Obwohl, vielleicht doch. Come on. Oder vielleicht doch, Alter, Junge. Wir sind nur auf 89, was soll das? Digga, was kann man mit diesem Team noch besser machen? Wir sind nur auf einer 89er Wertung. Was ist das denn, Mann? Alter, fühle ich mich gerade absolut verarscht, Mann. Ich dachte, wir sind safe jetzt auf dem 190er hier. Was soll das denn? Aber wir sind dem 190er Draft sehr nah, Leute. Ich sag's euch. Wir sind dem 190er sehr nah. Ich schwör's euch. Gut, wir können es so machen. Bringt auch nicht viel mehr. Oh, Digga, wenn der Inigo Martinez nicht da wäre, ne? Und vielleicht so 83er, 84er. Würde es vielleicht sogar schon reichen, Alter. Könnte sein, Mann. Könnte sein. Oh, Digga, De Bruyne. Digga. Schmeckt, Alter. Schmeckt aber mal richtig, Mann. 91er De Bruyne. Digga, was geht hier gerade ab, Alter? Junge, wenn das nicht das 190er wird, Alter, dann scheiße ich mir komplett in die Hose, Mann. Aber dann scheiße ich mir wirklich. Hallo, ich will auf Thiago, Digga. So. Dann scheiße ich mir absolut in die Hose. Wir machen es mal so rum. 190er ist da. Und hier Thiago rein. Na gut. Na gut, bringt 9 Chemie weniger. Bringt. Ah, okay, machen wir es erstmal so. Sind wir auf 94. Naja, warte mal. Bringt gar nichts. Scheiße, ich hatte gerade einen Geistesblitz. Einen Gedankenblitz. Gar nichts gebracht, dieser Gedankenblitz. 4 Spieler noch auf der Reservebank. Das wird, glaube ich, nichts. Das sieht man schon wieder an der Animation. Alter, was ist das denn, Alter? Scheiß jemand an, Mann. Hernandez und Fernandez. McAllister, Alter, der ist gut. Karrieretalent, die sagt euch. 88er oder 89er Potenzial, der ist eine Maschine. Hier 3 Reservespieler noch. Der wird auch wieder schlecht, Alter. Das sieht man auch wieder an der Animation. Bergwijn geht sogar. De Chiglio, Gervinho, Pedro, Obiang. Was spielt der für eine Nationalität, Alter? Äquatorial Guinea ist das. Ja gut, Alter, sieht geil aus, die Flagge, feier ich, aber ohne Scheiß, feier ich echt. Wir nehmen mal Steven Bergwijn mit, immer wieder bei Bayern im Gespräch, aber bislang irgendwie nicht zustande gekommen, würde auch wahrscheinlich nicht. Trippier, Hazard, Acuna, Alter, wo bleiben jetzt mal die High-Rated-Spieler? Ich meine, das ist okay, Mann, 85, 84, geht klar, ne, aber das geht auch besser. Aber warte mal, Trippier, obwohl der ist kein Spanier, von daher bringt er uns nicht viel. Er würde halt Gerard Moreno linken, das war's aber auch. Hazard bringt auch nicht, obwohl Hazard würde natürlich hier, ne, zack, De Bruyne linken. Wir sind aber immer noch auf einer 90, das ist schon mal nice. Er bringt ein Chemie sogar weniger als Thiago. Ja, gut. Läuft bei uns. Jetzt gleich kommt auch eh noch der Silberspieler, kann ich euch jetzt schon sagen. Fernandes, immerhin 85 rated. Immerhin 85er, aber irgendwie. Aber die ersten zwei Spiele auf der Bank waren ja nice, ne, wer war der erste? Obwohl, der erste war nicht nice, aber der zweite mit De Bruyne war fresh. Aber danach. Gar nichts mehr, Alter. So können wir das nicht halten, Leute. Das wird safe. Also die beiden müssen jetzt richtig gut werden. Ronaldo und Messi im besten Falle. Wenn nicht, wird es wahrscheinlich runterdroppen. Ah, das wird schon mal nichts. Das sieht man an der Animation. Ey, Mann, Digga. Wir sind runter auf 89. Ey, das ist doch scheiße wieder hier. Muni ein. Ey, Mann, Digga. Dann lass wenigstens den gut werden. Bitte, Alter. Mach kein Auge jetzt. Ey, bitte, mach kein Auge. Aber, oh, Ibra. Nice. Immerhin, Ibra bringt zwar gar nichts. Stabile Karte, ne? Stabile Werte. Bringt zwar absolut gar nichts, aber eh wenigstens mal wieder ein High-Rated-Spieler. Das ist wichtig, Mann. Das war jetzt richtig, richtig wichtig. Deswegen nehmen wir Ibra mit. Zack, wir sortieren mal kurz. Vielleicht kommen wir wieder auf 90 durchsortieren. Natürlich nicht. Scheiße. Scheiße gelaufen, Alter. Okay. 5 Spiele haben wir noch. Let's go, Digga. Come on. Moses, Diaz, Ibai, Gomez, Correa und Dyer sind auch noch am Start. Scheiße, Alter. Was sind das für Spieler gerade, Alter? Oh, Mann, ey. Hier geht ja gar nichts in Sachen Rating. Aber gar nichts geht hier. Nehmen wir mal Correa mit. Highest rated gewesen. Mit 82, ey. Obwohl, es müssen noch die Pinken. Ja, ja, hier sind sie auch. Die Pink-Animationen müssen noch in den Start kommen, Alter. Ich glaube, wir müssen sogar noch alle haben. Also hiernach könnte noch eine mindestens, vielleicht sogar noch zwei kommen. Okocan. Oh, wir hatten noch David Silva. Habe ich voll übersehen. Aber gut, hätte uns auch nicht viel gebracht. Von daher, zack. So sind wir nämlich auf 100 Chemie. Okay, jetzt müssen wir nur noch. Digga, die high-rated Spieler mitnehmen. Komm, Alter. Come on, Alter, dann könnten wir vielleicht nochmal hochgehen, wenn nicht. Ich denke mal, 189er sollte eigentlich safe sein. Alter. Ich weiß nicht, Alter, aber da sollte, glaube ich, nichts mehr anbrennen. Es sei denn, jetzt kommt jetzt gleich noch der Silberspieler. Scheiße, den habe ich full vergessen, Alter. Der kommt ja wahrscheinlich jetzt gleich auch noch und dann war es das wieder. Ey, bitte kein Silberspieler. Safe, jetzt kommt der Silberspieler. Hier kommt nämlich nochmal eine pinke Animation auf der Torhüter-Position, das weiß ich.
Oder hier kommt die pinke und dann andersrum. Nee. Ja. Oh Mann, Digga. Ist doch so klar. Ich wusste es schon wieder, Alter. Ich wusste schon wieder genau, wie es läuft, Mann. Eschenko, Reichel. Sind wir runter, ja. Ey, Digga. Das war wieder so klar, ne? Und jetzt kommt hier safe. Hundertprozentig. Bin ich mir hundertprozentig sicher, kommt hier noch der. Die Icon, die pinke Animation mit Phantasar. Oder? Ja. Das war wieder, ich wusste schon wieder genau, Alter. Immer dasselbe, Leute. Ich weiß schon langsam, wie es läuft. Ey, Mann, obwohl, warte mal. Vom Ding her, wir haben einen neuer, ne? Der ist higher rated, auch wenn es nur ein Punkt ist. Aber könnte vielleicht sogar wichtig sein, oder Handanovic auch. Deswegen nehmen wir mal einen neuer mit hier. So, pass auf, wir sortieren mal ab. Unsere Bank ist, glaube ich, zu schwach, um hier auf 189 hochzukommen. Zack. Der Silberspieler kommt mal ganz nach hinten, Alter. Wäre der Silberspieler nicht gekommen, ich glaube, dann wäre es ein 189er geworden. Das ist echt bitter, Mann. Das Team war so geil, Mann. Ah doch, 189er reicht noch, Alter. Nice, immerhin. Immerhin mein 189er Draft. Ich glaube, das dritte dieses Jahr. Ich muss sagen, 189er ist auch nicht so leicht, finde ich. Das ist, glaube ich, mein zweites, glaube ich, erst. Zweites oder drittes? Irgendwie, ich glaube, drittes. Ich glaube, drittes, Leute. Könnt mal reinschreiben, Leute. Habt ihr schon mal 189er gepackt? Schreibt es mal rein. Hashtag ja, Hashtag nein. Ich bin gespannt. Ja, das war's auf jeden Fall von diesem Draft. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like da, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten, Leute. Macht wie immer die 1 Milliarde Likes, klar, ihr wisst Bescheid. Checkt auch gerne meinen Shop aus. Nice Designs, schwarz-weiß als T-Shirts, Pullover. Gibt's in Rot, in Orange, in Grün und in Blau, Leute. In den 4 Camouflagefarben, die neuen Designs in den 4 Farben. Die älteren Designs auch in diesen 4 Farben und vieles mehr, Leute. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe haben wir noch am Start. Handyhüllen, Leute. Orange, Blau, Rot, Grün und gratis. Autogrammkarte. Gibt es auch noch Zuhörerbestellungen dazu, ja? Also, wer Lust hat, gerne abchecken, Mann. Ich würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.